Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Gateway. Ja, das wird heute die letzte Aufnahme werden. Hoffe ich natürlich. Heute ist Donnerstag, der 7. November. Ja, das heißt, morgen kommt Death Stranding. Ich habe meine E-Mails gecheckt. Ja, und mal die Lüfte raus. Game over für dich, Cowboy. Ja, mein Spiel ist unterwegs. Das trifft morgen ein, wenn nichts dazwischen kommt. Ja. Ich freue mich schon riesig drauf, ja. Das heißt, ich werde die nächsten 2 Wochen höchstwahrscheinlich nicht aufnehmen, weil ich Death Stranding suchten werde. Und da werde ich auch eine Projektpause einlegen. Also das heißt, ich werde in diesen 2 Wochen nicht groß an meinem Game arbeiten. Höchstens vielleicht, Übersetzung kleiner schnell machen. Wir müssten eigentlich, ja, weil ich bin dabei gerade die englische Übersetzung zu machen. Das ist natürlich auch eine ziemliche Arbeit. Ja, vielleicht mache ich so täglich immer ein Level oder ein Dialog, sage ich mal so. Oder eine Konversation immer täglich jetzt eine Übersetzung mal schauen. Werde ich sehen, ja. Ja, und das heißt, ich würde Gateway auf jeden Fall heute noch beenden. Also nicht in den heute, wo ihr das seht, sondern der heutige Aufnahmetag. Und ich habe geschaut, das sind wirklich bloß noch 3 Level. Ja. Du kannst dich nicht verstecken. Ich habe jetzt einfach eine Zieltaste gedrückt. Wo kam denn der denn her? Ich weiß bloß jetzt nicht, wo wir jetzt überhaupt sind. Fall lassen, du Penner! Ja, sag mal, wo kommt denn der her? Ah, fuck. Es kann doch nicht sein. Auf einmal sind wir hier umzingelt. Ja, kann schon sein. Dass, sonst wäre es ja nicht so. Aber ich meine bloß. Wo kommen denn die alle her, die Spacken? Hey, wir brauchen Hilfe. Bitch. Ruhen uns am besten noch mal aus. Ich warte jetzt auch nicht gleich vorgehen. Ich warte jetzt bloß so vorne anquicken, sag ich mal so. Und gehe gleich noch mal schnell hinter, so, dass wir so ein bisschen. Also, dass wir nicht so umzingelt sind, nachdem wir uns ausgeruht haben. Also, wir können doch hier nicht alle erschießen. Wir müssen doch noch welche verhemmen übrig lassen. Das wäre doch sonst ein Time-Paradox, wenn wir jetzt alle erschießen und dann geht der her und ja. Gib's auf! Wie ich das damals nur geschafft habe, mit den manuellen Zielen, ich weiß es nicht, weil. Das ist nicht ganz ohne, sag ich mal so halt. Ja, weil ich sagte ja hier, dass ich beim allerersten Mal durchspielen und glaube auch beim zweiten oder dritten Mal durchspielen, habe ich nur so manuell gezielt, weil ich nicht wusste, dass man auch automatisch zielen kann. Ja, automatisch zielen ist ja R1 und manuell ist R2. Ja, das heißt, musst du dann immer so und so und ja. Das heißt, ich habe mir damals das Spiel schwer gemacht, als es ist. Sag mal. So, lehnen wir uns hier nochmal kurz an. Ob wir hinten oder vorne rausgehen, dürfte glaube ich egal sein. Uns hier nochmal annehmen. Erwarte von mir keinen. Na, zu schießen wir das mal.
wollte schon sagen. Da drin ist auch noch eine Gasflasche. Ja, ich weiß, es ist gerade eigentlich ein bisschen sinnlos, was ich jetzt hier tue. Ah, der Typ war noch nicht tot, ja. Das reicht jetzt. Oh, das war gutes Timing. So, ich ruhe mich nochmal aus und ich würde sagen, wir verlassen dann am besten die Gegend. Erwarte von mir keinen Mut. Irgendwo ist noch ein Kind. Oh. Ich glaube, mit den Pistolen machen wir wirklich mehr Schaden als mit der AK. Zumindest wenn wir zwei in der Hand haben. So, Kreis. Oh, ich wollte schon wieder mit Viereck zu setzen. Puh. Was hat er vor? Lies sie! Seite stehen sie! Die festen Seite stehen. Du rennst mir vor den Kampf und fragst mich, auf welcher Seite stehen. Oh, die Karre, die lenkt gerade. Oh. Charlie hat seine Jungs auf mich angesetzt. Bomben, Blutbad, das muss aufhören. So, nochmal kurz ausruhen. Ist hier ein Arzt? Sie wurden getroffen. So, nehmen wir das Auto. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder um Zeit irgendwo hin muss. Sie sind weg. Ich glaube, wir müssen jetzt zu dieser Lagerhalle, oder? Super, jetzt spielt er. Ja, jetzt gibt es so schön Gras. Jetzt spielt er Pinker verrückt. Ich vermute mal, wir müssen irgendwie wieder über die Brücke drüber, oder? Ja, sag mal. Achso, ihr seid hier gewesen. Das sind die Batmans. Ich dachte, jetzt wird er oben hin und da hier nicht fahren kann. Hab mich verloren. Ich glaube, von rechts war auch die Brücke, oder? Ah, das klingt schon wieder so nach... Bethner Green ist hinter mir. Höchste Zeit. Okay, hier ist die Brücke. Sollen wir jetzt gerade aus? Das ist der Mann aus dem Kopf! Ich sag mal, habt ihr kein Zuhause? Was macht denn ihr hier? So Autos ramme, da geht meine Karre kaputt. Kater, das ist er, oder? Wir sollen dich holen. Ja, der Nachteil ist nämlich auch, da gerade ein bisschen frisch im Hals, wenn die Blinker kaputt sind, also die Lampen, da sehen wir die natürlich nicht. Also da sehen wir natürlich nicht mal, wo wir überhaupt hinfahren müssen. Was ist denn los? Beeil dich! Das
Fuck, die sind ja kaputt, sehe ich gerade. Ich hoffe, ich fahre in die richtige Richtung, sonst müssen wir das Auto wechseln. Das geht ja wirklich schon Zeit. Nee, ich glaube, wir müssen bloß noch hier vorne hoch. Dann war das Lagerhaus. Ich hoffe, dass wir uns in das Lagerhaus müssen. Ja, ne, das Geräusch halt. Ich hoffe, wir sind jetzt so richtig. Und? Das Zentrum der Unterwelt. Ja. Nee, ich wusste es nicht mehr. Also ich wusste es nicht mehr genau. Aber man konnte sich das halt denken, weil während Hammond in der Villa war, war zu der gleichen Zeit Hammond hier in diesem Depot. Müssen wir jetzt wieder reinschleichen oder? Wir brauchen jetzt jeden Mann, schwingt euch nach unten. Oder können wir uns einfach durchkämpfen? Game over für dich, Cowboy. Okay. Oh. Na, nicht zurück. Hallo, darf ich? So. Ich glaube, wir müssen hier oben lang. Und ich hoffe, dass das nicht wieder so nölig wird wie beim letzten. Also wie bei der letzten Mission. Oh, da habe ich ja auch geflucht. Ladet schon mal auf. Es geht los. Okay, ich belade den Van. Ich will bloß mich umschauen, weil wir können ja die Kamera nicht wirklich drehen, das ist ein bisschen Mist. So, immer merken. X niemals drücken, wenn wir uns bewegen. Wirklich dunkel, also es kann sein, dass das halt hier, weil das hier über dieses Kabel läuft, hier dieses hier, also dieser Adapter hier, der halt hier so eine Verbindung zwischen SCART und HDMI macht halt. Ich denke mal, dass es daran wahrscheinlich liegt. Ansonsten sehe ich keine... Akase und Schrotflinten sind viel effektiver, Jungs! Ansonsten sehe ich keine andere Möglichkeit, über PlayStation 2 aufzunehmen. Beeilt euch! Wir müssen früh genug in Stellung gehen! Bin ich ein Esel oder was? Wie wär's, wenn mir mal jemand hilft? Wofür brauchen wir das ganze Zeug? Ich weiß bloß nicht, wo wir hin müssen, also... Wir kennen ja noch die eine Zwischensequenz halt, wo Carter die gerade so ein bisschen beschattet hat halt. Carter, du dreckiges Schwein. Wie, was? Wer sieht denn mich? Wenn man sich ein bisschen besser umschauen könnte, das wäre doch schön. Na komm. Ja, ich habe heute das Metal Gear Survive Video hochgeladen auf meinen Metal Gear Kanal. Ja, und du weißt, was das heißt. Ich habe da versucht, eher Hochdeutsch zu reden. Nicht Hochdeutsch, aber dialektfrei. Ja, aber das klingt irgendwie total bescheuert, zumindest für mich irgendwie. Ja. Nein, das ist... Ja, weil du so ein Haufen Code bist. Meine Güte. Oh, das ist... Ja, das ist, wie ich das auch in der letzten Aufnahme schon sagte. Weil X gleichzeitig auch rollen ist. Wir brauchen jetzt jeden Mann. Schwingt euch nach unten. Ja, komm.
Ne, oh, du sollst den Typen... Du sollst den Typen greifen. Oh, das können wir jetzt nicht, weil wir auf der Treppe sind. So. Ladet schon mal auf. Wenn wir X drücken, da rollt er halt, okay, während wir uns in Bewegung sind. Das ist halt dumm. Nicht vergessen. Brauchen wir den Raketenwerfer, Brow? Na los doch, Jungs, wir haben's eilig. Wofür brauchen wir das ganze Zeug? Müssen wir möglicherweise eigentlich bis hier rein? Ah, okay. Carter? Hammond? Ich bin am Depot. Jake will gerade abhauen. Mit dem halben Bethnal Greenhaufen. Ich brauche Unterstützung. Interessiert mich ein Scheiß. Charlie ist gerade mit Alex weg. Ruf du das Flying Squad, ich muss meinen Jungen finden. Ich bin nicht mehr im Squad, ich bin suspendiert. Mein Boss, der Bastard, den du exekutiert hast, hat zu Charlie gehört. Ich muss die Jolsons kriegen, um mich zu rehabilitieren. Na und, Spürhund? Das ist nicht mein beschissenes Problem. Jeder Bulle und jeder Gangster in London will mich tot. Und ich muss meinen Jungen finden. Hammond, der Deal war doch klar. Du und ich, wir müssen es mit ihnen aufnehmen. Du schuldest ihm nichts, Mark. Hör zu, Hammond. Jake ist sicher auf dem Weg zum Treffpunkt. Charlie will den ganzen Kleinkram auf einmal erledigen. Ja? Und wo fährt er hin? Zu so einem alten Frachtschiff am St. Xavier's Dock, das Sol Vita heißt. Er wird sich um alle kümmern. Willst du mich verarschen? Was will er denn da? Was glaubst du denn? Sie bringen dein Kind dahin. Charlie wollte dich dort abliefern bei den anderen Gangs. Er will die Sache zu Ende bringen. Der Ketzer wird das Ding in die Luft jagen, Hammond, also solltest du besser dort sein. Halt's Maul, Bulle, ich halte mein Wort. Wir sind schon auf dem Weg, klar? Kümmer du dich um das Kind, ich übernehme Jake und den Sprengsatz. Ja, das sind das jetzt nur zwei Level. Weil es hat gerade gespeichert, das speichert immer zu jedem Level. Ich denke mal, jetzt können wir aber hier... Das ist Flying Squad Training, Alter. Wollte schon sagen, Mensch, war das schon alles? Da muss doch noch was kommen. Ich glaube, im letzten Level passiert auch nicht mehr allzu viel. Ich glaube, das war... Ne, ich will jetzt nicht spoilern, aber es war halt nicht mehr viel. So. Müssen wir jetzt zum Hafen? Ja, ich werde mich wahrscheinlich nie dran gewöhnen, dass ich nicht jetzt... mit Viereck zurücksetzen kann. Oh mein Gott, wir haben ihn erwischt. Ich glaube, das wird uns... Oh, jetzt habe ich wieder eine Karre erwischt, wo wieder alles verbogen ist. Oder das Reifenplatz, was auch immer, weil die lenkt immer so rüber. Ich muss ein anderes Auto nehmen. Ach komm, nehmen wir das. Sieht zwar nicht besonders schnell aus, aber... Dafür sage ich heute. Ja, okay, das geht von der Geschwindigkeit her. Also ich habe schon langsamere Autos hier gefahren. Hey, ich habe ihn gratuliert. Ja, fahren wir erstmal geradeaus weiter.